glaube, wir wollten uns auch mal selbst wieder so ein bisschen beweisen, dass man eben auch daheim einfach unfassbar coole und einzigartige Abenteuer erleben kann. Ist eigentlich recht simpel. Wir wollen jetzt in Oberstdorf starten, dann den Heilbronner Höhenweg gehen und so viele Gipfel wie möglich besteigen, dann auf der Südseite absteigen und auf dem Lech zurück nach Deutschland fahren. Also eigentlich echt recht simpel. Achso, klar, die Boote werden wir natürlich über die Berge tragen, damit das ganze Projekt auch voll self-powered ist, so wie wir es eben am meisten lieben. Die Boote sind diese Packrafting-Boote, das ist was eher Neues. Die wiegen so 2 bis 3 Kilo und die kann man deswegen im Rucksack mitnehmen und ist sozusagen komplett unabhängig und hat alles dabei, um sich auf Land und Wasser fortzubewegen. Vorerfahrungen im Wildwasser-Rafting haben wir tatsächlich, glaube ich, alle gar keine. Also das wird definitiv der abenteuerliche Teil der ganzen Aktion. Aber das macht ja auch irgendwie so den Reiz von so einem Abenteuer aus, dass man irgendwie so nicht ganz Bescheid weiß über verschiedene Teile. Stimmt. 3 Meter. 3/4 Stunde, dann stehen wir da oben. Wir waren schon hier und da in der Welt unterwegs und machen es natürlich auch super gern, aber wichtig ist auch bei solchen Projekten, dass man irgendwie zeigt, wie super cool es eigentlich vor der Haustür ist. Ja, ich glaube, der Benni und ich dachten eigentlich, dass wir so eine gemütliche Wanderung machen über den Höhenweg eben. Aber der Schmausi hatte da so ein bisschen andere Ideen von dem Ganzen. Schmausi, wie viele Gipfel machen wir jetzt hier auf dem Höhenweg? Ne, 17 halt, oder? Also, aber wir haben ja auch 2 Tage Zeit. Okay. Das nächste, was wir machen jetzt hier 17 Gipfel in 2 Tagen. Okay. Sehe ich so. Den Grottenkopf hier, die Nummer 2 sein. Dann hier die Mädelegabel, die Drehdachspitze, das hohe Licht. Da hinten dann noch den Biberkopf als Abschluss, den Rappenseekopf. Also, das sehe ich morgen. Wird geil. Also, eigentlich quasi morgen. 14 Gipfel. Ja. Gut. Das heißt, einer pro halbe Stunde, wenn wir schon unterwegs sind. Am Dienstag haben wir auch noch ein bisschen Zeit, vormittags, bevor wir absteigen. Vielleicht morgen doch nur 10 und dann nochmal 3 oder so. Ja, das ist besser, ja. Gut. Und dementsprechend war dann klar, dass wir wohl trotz jeweils einem Boot im Rucksack eine ernstzunehmende Bergtour vor uns hatten. Ist gut, 17 Gipfel angekündigt, dann erstmal schlafen am ersten Gipfel. Wo bin ich? Leider haben wir jetzt ein bisschen verschlafen am ersten Gipfel, aber ich sehe 16 sehe ich trotzdem noch. Jetzt ist 17 Uhr, jetzt gehen wir noch auf den Grottenkopf hoch. So, ab zum Grottenkopf. Da wir nicht völlig unvorbereitet in dieses Abenteuer starten wollten, haben der Benni und ich am Tag zuvor die Boote bereits an einem sehr ruhigen Fluss ausprobiert. Der Schmosi allerdings hatte noch überhaupt keine Zeit zum Üben. Und deswegen haben wir ihm dann die Chance gegeben, auf dem Gipfel die Übung nachzuholen. Das ist eigentlich ein guter Ort, um das jetzt mal zu trainieren. Ja, so, jetzt trainierst du es mal schön hier, in der wunderbaren Abendstimmung. Mag vielleicht jemand mir helfen? Schmos, kann dir jemand auf dem Fluss helfen? Das ist ein Reality-Check. Das ist total real, jetzt hier dein Boot aufbauen zu müssen. Auf einmal ist mein Zack, Zack. Ding. Jetzt musst du umschalten können. Das haben wir jetzt über 2000 Höhenmeter hochgeschleppt. Das lohnt sich auch. Das geht schöner, als wir jetzt eine Runde Boot fahren. Der Schmausi hat die Aufbauprüfung bestanden und deswegen stand dem Abenteuer jetzt nichts mehr im Wege. So, Tag 1 ist zu Ende, jetzt geht's an den Abstieg zur Hütte. Ein Traumtag geht zu Ende. Es ist 8:30 Uhr oder sowas, wir gehen jetzt los.
Und die letzten. Und wir wissen noch warum, weil es ist schon so heiß, dass man im Stehen sich voll schwitzt. Ja, da habe ich nicht so aufgepasst bei der guten Planung. Viele Gipfel machen wir heute und am Abend schlafen wir wieder in der Hütte. Mehr weiß ich nicht. Los geht's. Wir haben auch viele Leute getroffen, die uns gefragt haben, was habt ihr eigentlich da dabei? Und wenn man sagt Raften, dann ist immer so, ah ja, ihr geht Raften, also mit einer Firma und Boote, die dann gestellt sind, aber in dem Fall haben wir alles selber dabei. Und das ist eben schon was man sich ein bisschen überlegen muss. Also ich glaube, das Geile an der Tour ist echt, dass wir durch das Packrafting, durch das Rafting nochmal eine ganz andere Perspektive von der Natur kriegen. Und gerade dieses Hybride, dass wir erst wandern und dann Fluss fahren, macht aus der Aktion echt ein super spannendes Projekt. Da haben wir uns echt schon lange drauf gefreut. Das ist 1 von 10 heute, oder? Das ist sicherlich unrealistisch. Die Routenplanung war dahingehend speziell, dass wir ein neues Element eingebaut haben bisher. Also wir haben es schon immer geliebt, irgendwie vor allem Bike and Hike zu kombinieren. Was aber schon immer so ein bisschen im Hinterkopf war, war dieses Wasser mit aufzunehmen als Element. Das ist einfach beim Packrafting, glaube ich, super cool, weil man kann einfach auch die Flussstraße quasi nehmen. Das Hybride, dieses Amphib sein. Mega cool. Eigentlich mehr darum, wie kann man irgendwie eine Route finden, wo man diese Kombination aus Wandern oder Bergsteigen und Raften durchführen kann, auf unserem Niveau und eben mit dem geeigneten Material. Und das ist schon was Spezielles. Da es für uns neu ist, müssen wir uns das ein bisschen überlegen. Hohes Licht ist die Nummer 6. Hey. War wunderbar, heute den Heilbronner Höhenweg da, den Grat entlang laufen. Wir schauen jetzt, dass wir zur Rappenseehütte runterkommen, da noch eine kleine Arschbombe reinsetzen. Zwischen den beiden durch und Abstieg zur Hütte. So, noch 2-3 Gipfel und dann geht's in Lech. We'll be right back.
Hey. Schmausinger, wie enttäuscht bist du jetzt, dass wir nicht alle 17 geschafft haben? Okay. Wie viel haben wir jetzt geschafft insgesamt? Lächerliche 9. Nur 9, das ist natürlich echt enttäuschend. Aber gut, immerhin haben wir es geschafft. Und jetzt sind wir mental schon auf dem Fluss. Steigen jetzt hier ab, runter an den Lech. Und dann bauen wir das erste Mal die Packrafts auf und schauen mal, wie wild der Fluss wirklich ist. 2 bis 3. 2 bis 3 Schwierigkeit. Auf Biberkopf haben wir uns ja dann zum ersten Mal angeschaut, wie schwer der Fluss eigentlich wäre zu raften. Saison 1.5. bis 30.9. Das ist gut. Wildwasser Level 3. Ein Schwall mit großen Felsblöcken in der Hauptströmung. Sollte am besten links befahren werden. Das merkt man da, oder? Also rechts, rechts, links. Flotte Strömung, viele Kiesbankschwelle und schöne Kehrwasser. Was auch immer das heißt. Vorsicht bei der Prallwand mit Eisenträgern. Kann links über die Schotterbank leicht umtragen werden. Ab in den Lech! Yes! Juhu! Okay. Na, Wandern geschafft. Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt geht's erst richtig los. Da oben machen wir gerade. Und jetzt geht's dann gleich an den Fluss. Yes. Okay, wir sind jetzt in Steg. Die letzten Instruktionen werden nochmal durchgelesen von unserer Route, die uns jetzt erwartet. Und dann bauen wir jetzt mal unsere Boote auf und es geht auf den Fluss. Bisschen nervös bin ich schon, ne? Ja, ich bin schon leicht zittrig, aber... Hey, ich bin zu... Hey, ja, schon voll Bock. Ja. Also, bauen wir unsere Boote auf. Es wäre nicht gut gewesen, wenn wir ohne die Infos losgefahren wären. Weil das, als wir eine genaue Beschreibung von dem Fluss haben, bin ich zuversichtlich. Aber von den paar Stellen, die kritisch werden, habe ich schon auch ein bisschen Schiss. Aber das wird schon werden. Ich glaube, jeder ist schon mal auf irgendwelchen Flüssen gefahren, aber meistens mit Anleitung. Und das war jetzt das erste Mal, dass man eigentlich komplett auf sich allein gestellt ist. Ja, besonderer Respekt. Also wenn so eine Stufe kommt, dann sind wir gleich mal im Arsch. Aber wir hoffen, dass das nicht der Fall ist. Ja, ich meine, das ist Abenteuer, oder? Absolut. Nicht genau wissen, was passiert. Plan ist, bis morgen Mittag zurück nach Deutschland zu raften. Let's go! Niemand ist bis jetzt überhaupt in so einem Einer-Raft gefahren. Das heißt, da waren eigentlich alle ziemlich nervös, glaube ich, am Anfang. Kann man schon sagen. Der zentrale Abenteueraspekt eigentlich diesmal war ganz klar der Lech. Ein relativ wilder Fluss, der noch eher sehr naturnah ist auch, was uns gereizt hat. Aber es war auf jeden Fall eine Komponente, die eigentlich das Abenteuer ausgemacht hat. Los, heil! Jetzt geht's los! Yeah! Ja, wir wussten also wirklich nicht, was wir auf diesem Lech zu erwarten haben. Zunächst muss man mal sagen, Wildwasser-Rafting ist alles andere als ungefährlich. Also, und wir haben uns informiert und wir haben mit ein paar Experten auch gesprochen, was wir wohl zu erwarten haben an der einen oder anderen Stelle. Aber im Prinzip war es trotzdem noch eine kleine Blackbox für uns. Ja, hat man auch versucht, ja, immer zusammenbleiben, bei jeder Stelle schauen, ja, haben es alle geschafft. Ja, extrem fokussiert schauen, wo sind die nächsten Steine, musste man auch, weil halt viele drin waren, aber so total aufmerksam. Wir kommen ein bisschen langsamer voran wie gedacht, hä? Ja. Nicht ganz so weit wie geplant gekommen, aber jetzt steigen wir hier aus. Die Sonne ist weg. Und schauen, dass wir noch irgendwo eine Unterkunft finden. Ui. Freunde, Prost! Gut war's. Geile erste Packrafting-Tour. Oh ja. Ja, der erste Tag war so ein bisschen, um reinzukommen. Wir waren echt nervös am Anfang und mussten erstmal checken, wie das überhaupt funktioniert. Aber es hat unheimlich Bock gemacht und am zweiten Tag konnten wir es eigentlich kaum mehr abwarten, wieder aufs Wasser zu kommen. Man hat schon diesen einen Tag drin, man hat Challenges gemeistert und kann dann eigentlich am zweiten Tag da runterfahren, ohne dass man irgendwie sich groß den Kopf macht. We'll be right back.
wieder was, wo man eigentlich generell denkt, oh, das ist irgendwie gefährlich und oh, das ist eigentlich, das geht nicht, das kann man nicht machen. Aber wenn man mal drin ist, da kann man sich da eigentlich relativ schnell rantasten, auch ohne dass einem einer genau sagt, wie man jetzt genau paddeln muss. Mei, es hat sich dann recht schnell ergeben, dass wir es eigentlich im Griff haben, dass wir es checken. Und dann hat man sich irgendwann eigentlich gewünscht, dass die Wellen und die Strömungen eigentlich noch größer sind und damit es noch ein bisschen mehr Action gibt. Und hinten raus war es einfach eine total entspannte Fahrt und man konnte einfach diese Berge außenrum komplett genießen. Wichtig ist auch bei solchen Projekten, dass man irgendwie zeigt, wie super cool es eigentlich vor der Haustür ist. Also mit die schönsten Flecken der Erde wahrscheinlich und dass man da auch wirklich Cooles machen kann, über die Eintagestour vielleicht auch hinaus. Das war vielleicht auch ein cooler Ansatzpunkt, den wir da gesucht haben, direkt vor der Haustür. Die Kernmessage, die wir eigentlich jetzt verfolgen wollten, war eigentlich, dass man auch vor der Haustür, direkt vor der Haustür, obwohl man die Trails eigentlich schon kennt, ein einzigartiges Abenteuer erleben kann. Und ich glaube, das haben wir mit dem Projekt wirklich gut umgesetzt. Und gerade, dass wir davor eben wandern waren und dann auf dem Fluss, war einfach eine verdammt runde Sache. Also hat einfach nur unfassbar Spaß gemacht, diese Natur hier auf diese zwei Arten zu entdecken. Also hammer, hammer geil. Aber was eben ganz wichtig ist zu sagen, diese Gefahrenstellen im Fluss sind eben extrem abhängig vom Wasserstand. Also wenn viel Wasser drin ist, dann sind die Strömungen halt viel reißender und können noch deutlich mehr Kräfte entwickeln und das eben dann auch wirklich zu einer gefährlichen Aktion machen. Jetzt hatten wir einen sehr niedrigen Wasserstand, was nicht unbedingt heißt, dass es dann deswegen ungefährlich ist. Aber in dem Fall war es zumindest so, dass wir gesagt haben, wir haben eigentlich die ganze Zeit alles im Griff gehabt und es gab eigentlich keine Stelle, an der wir jetzt nachträglich sagen, hey, das war jetzt irgendwie zu krass. Aber genau, man sollte sich eben trotzdem bewusst sein, dass es eine gefährliche Sache ist, so eine Rafting-Aktion und sich auch immer informieren, sodass man eben dann nicht blauäugig in eine Gefahr reinläuft. So, ab zum Krottenkopf! So, ab zum Krottenkopf! Was meinst du mit dem Brei, Alter? Machen wir nochmal Brei. Ab zum Krottenkopf. Aber ihr habt's doch gecheckt, oder? So, ab zum Krottenkopf! Yeah! Yes. Krottenkopf! Was gibt's bei dir? Linsensalat. Hausgemacht. Ist eine alte? Danke, Mom. Ne? Das ist mal schön, die geölten Muskeln jetzt von der Sonnencreme. Welche Muskeln? Leider die falsche Ding erwischt. Wie ist es von mir? Kurzen Abschluss am Tag 3. So, jetzt war es, jetzt gehen wir runter. Im hohen Licht dran und was nach. Mhm. So, noch zwei, drei Gipfel und dann geht's in Lech. Oh, ja, schau mal! Ja, schau mal! Da war ein Stein, ich bin rückwärts gelaufen.